Hier in den Vereinigten Staaten ist die Begeisterung für die Formel 1 förmlich zu greifen, was wir natürlich auch unvergesslichen Rennen der Historie zu verdanken haben. Wir erinnern uns an 1959. Damals holte sich Bruce McLaren seinen ersten Sieg in Sebring. Ein weiterer Rekord stammt von John Watson aus dem Jahr 1983 in Long Beach. Kein anderer Fahrer holte je einen Grand Prix-Sieg und startete so weit hinten wie John Watson. Welcome back to the Circuit of the Americas. Die Rennstrecke ist 23 Kilometer außerhalb der Großstadt Austin. Die Spitzengeschwindigkeit hier auf den 5,79 Kilometern mit insgesamt 20 Kurven, 10 links und 10 rechts, geht hoch bis auf 322 km/h. Die besten Überholmöglichkeiten bieten, vor allem mit offenem Flügel, die Kurven 1 und 12. Ein herzliches Willkommen auch an Stefan Römer, der sich heute die Sprecherkabine mit mir teilt. Reden wir über Peters. Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Es ist selbstverständlich immer schön, wenn man das Grand Prix-Wochenende mit einer guten Platzierung beginnt. Aber die eigenen Erwartungen basieren meist auf den Trainings- und Qualifying-Fahrten. Hoffen wir also, dass Sie sich den Schwung aus diesen beiden Sessions bewahren, wenn Sie sich dem heutigen Rennen stellen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Peters startet aus der Pole Position vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Hamilton, Bottas, Sebastian Vettel und Perez. Weber, Grosjean, Albon und Kimi Räikkönen. Butler, er hat eine Gridstrafe erhalten. Sainz Junior, Daniel Ricciardo und Kvyat, Stroll, Russell, Antonio Giovinazzi und Charles Leclerc. Kubica und Lando Norris startet aus der hintersten Reihe. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Und es kann losgehen. Butler und Stroll aufgrund von Strafen weiter hinten versetzt worden. Und jetzt sehen wir erstmal den Superstart von Max Verstappen, der sich hier gut durchsetzt und sich direkt die Führung holt. Stark auf jeden Fall, wie er hier losgefahren ist. Dann gab es da noch eine Kollision. Da ist jemand irgendwo hinten in Petersen reingefahren. Das ist natürlich ungünstig gewesen, aber boah, jetzt kommt Petersen noch sehr weit raus. Auf jeden Fall, ja, ein sehr turbulenter Start. Hinten wird es auch sehr interessant. Aber erstmal die beiden Mercedes auf 2 und 3. Dahinter sehen wir Lewis Hamilton, dann Grosjean, Perez und dann Sebastian Vettel auf 7. Butler auf 12 unterwegs. Wie sieht es mit Ricciardo aus? Der ist auf 13. Und jetzt sehen wir Lewis Hamilton, der direkt Jagd macht auf die beiden Mercedes. Erstmal hat er Valtteri Bottas vor sich. Aber wird auch nicht einfach für ihn, da zu überholen. Und es bleibt erstmal dabei. Petersen jetzt aber mit der Attacke gegen Max Verstappen, aber da hat er keine Chance. Grosjean bremst sehr scharf, aber wird nicht bestraft, bleibt erstmal dabei. Also, Max Verstappen mit einem super Start. Er auf Platz 1, verdientermaßen aktuell. Aber jetzt, wo DRS aktiviert ist, wird es natürlich nicht einfach für ihn, sich hier zu verteidigen. Petersen versucht es jetzt mit der Attacke, auch Hamilton mit der Attacke jetzt gegen Valtteri Bottas. Petersen ist schon mal vorbei und auch Hamilton ist vorbei an Valtteri Bottas. Sieht zumindest danach aus und so ist es dann jetzt auch erstmal. Sebastian Vettel aktuell auf Platz 6, also der konnte sich jetzt auch ein bisschen nach vorne mogeln, also auf jeden Fall gut von ihm. Und jetzt sehen wir Lewis Hamilton, der jetzt auch noch die Attacke gegen Verstappen starten will. Bottas immer noch dahinter, nur noch auf Platz 4, also Doppelpodium Mercedes scheint aktuell nicht möglich zu sein mit Supermax und Lewis Hamilton, die beiden immer noch im Duell, beziehungsweise Max Verstappen mittlerweile im Duell mit Valtteri Bottas, Hamilton schon vorbeigezogen und Verstappen damit erstmal nur noch auf 3, schade, aber das kennen wir ja von ihm, immer mit hohen Ambitionen, guten Chancen auf den Sieg und dann am Ende, ja, oder sagen wir schon in der Mitte, ist es dann relativ schnell passiert, dass es dann doch nicht klappt. Und jetzt kommt Lewis Hamilton noch mit der Attacke gegen Petersen. Also Lewis Hamilton will sowohl in der letzten Saison mit Mercedes als auch in dieser Saison mit Ferrari hier in Austin gewinnen. Das wäre dann der zweite Sieg für ihn hier. Und Petersen scheint da ja keine Schnitte zu haben, um da irgendwie nachzulegen.
damit Hamilton erstmal vorbei. Bottas aber auch an Verstappen vorbei und dementsprechend wieder beide Mercedes vorneweg. Nur, dass es vorher so war, dass Verstappen auf 1 war und Hamilton auf 4. Und jetzt ist es andersrum. Und Pedersen verliert jetzt hier den Platz gegen Bottas und auch gegen Max Verstappen. Ist damit nur noch auf Platz 4. Damit Pedersen nicht mehr auf dem Podium. Hamilton führt das Rennen an, sehr stark auf jeden Fall. Bottas auf 2 und Verstappen holt sich aktuell dann wieder einen Podiumsplatz. Wie sieht's mit Vettel aus? Der ist jetzt hinten dran auf Platz 5. Sehr stark auf jeden Fall von ihm. Max Verstappen mittlerweile schon wieder vorbei an Valtteri Bottas. Und jetzt natürlich die Frage, was können wir hier erwarten? Sebastian Vettel ist da auch direkt hinten dran, versucht jetzt vielleicht noch die Attacke gegen Pedersen, sieht aber nicht danach aus, als würde ihm dann die Attacke gelingen. Pedersen stattdessen mit dem Angriff auf Valtteri Bottas und das sieht gut aus und Pedersen zieht vorbei und ist damit jetzt wieder in den Punkten. Bottas auf 4 und Sebastian Vettel, der sich gut nach vorne gekämpft hat, jetzt auf Platz 5 und könnte dann vielleicht auch noch die Attacke gegen Bottas starten, der ja sehr gerne wieder auf dem Podium stehen würde, aber durchgereiht wird. Also aktuell nur noch Platz 6, also sowohl Stroll als auch Vettel vorbeigezogen. Vettel mittlerweile auf 2, liegt daran, dass Hamilton in der Box war und auch Pedersen war in der Box. Jetzt sind die nächsten Kollegen dran, da bin ich jetzt auch mal gespannt, wer dann jetzt wo rauskommt. Pedersen fährt in lila Sektor, das ist dann schon mal sehr gut. Wen sehen wir jetzt hier langfahren? Das müsste Hamilton dann sein. Zieht vorbei, also Hamilton damit wieder in Führung. Wie sieht es jetzt dahinter aus? Sehen wir da jetzt Max Verstappen um die Ecke kommen? Das ist noch Hamilton. Ja, im Duell mit seinem Teamkollegen Stroll, der jetzt auf Platz 3 unterwegs ist, noch in die Box muss, aber aktuell auf dem Podiumsplatz ist. Bottas auf Platz 4, der müsste aber auch noch mal reinkommen. Also vom Bottas aktuell ja zu wenig. Norris auf 5 muss auch noch rein. Vettel auf 6 jetzt nach dem Stopp. Und ja, ist jetzt die Frage, wie geht's dahinter dann weiter? Pedersen aktuell auf 8 und hat Perez vor sich, der aber aktuell eine gute Pace fährt und dementsprechend sich nicht so leicht überholen lassen möchte. Jetzt könnte Pedersen vielleicht nochmal mit DRS angreifen. Wie sieht's hier aus? Daniel Ricciardo auf Platz 20. Das ist natürlich kein gutes Ergebnis. Mittlerweile aber Bottas hier vorbeigezogen an Lance Stroll. Das war auf jeden Fall stark. Vettel auf 6, Perez 7. Pedersen zieht jetzt vorbei und holt sich damit jetzt den Platz von Perez. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wie sieht's jetzt aus nach dem Boxenstopp? Wer wird dann auf welchem Platz unterwegs sein? Hier sehen wir jetzt Lewis Hamilton, der relativ sicher durch ist. Dahinter sehen wir Max Verstappen, Pedersen auf 3 und dahinter sehen wir jetzt Bottas und Vettel, die um Platz 4 kämpfen. Also Bottas hat wirklich Schwierigkeiten, sich da vorne zu halten. Also vorher war es ja eher so, dass er wieder um Platz 2 und Konsorten kämpft, aber jetzt ist es so, dass er hier gegen Sebastian Vettel noch den Platz abgeben muss und damit erstmal nicht mehr übers Podium nachdenken muss. Sehr, sehr schade. Und Mercedes ist damit natürlich mehr als unzufrieden. Also das ist keineswegs der Anspruch, hier auf Platz 7 jetzt rumzuhocken. Also Perez und Butler mittlerweile auch vorbei. Also ich weiß nicht, was mit Bottas los ist. Der scheint da große Probleme zu haben. Kann also das Tempo nicht mehr mitnehmen. Sehr, sehr schade auf jeden Fall. Jetzt sehen wir Lewis Hamilton, der hier den Stop macht und Pedersen jetzt erstmal vorbeigezogen an Lewis Hamilton und ist natürlich die Frage, wer zieht da jetzt noch vorbei? Vorerst keiner, Teamkollege in der Boxengasse, also Bottas kommt auch rein, bin ich mal gespannt, wo der Kollege dann rauskommen wird. Hamilton ist, ja, müssen wir jetzt mal sehen, auf welchem Platz der rauskommen wird. Erstmal Pedersen ganz gut dabei. Hier wird jetzt gerade Bottas abgefrühstückt. Ist auf Platz 7 reingekommen. Da bin ich dann gespannt, wo wird der Kollege rauskommen. Also, erstmal Pedersen auf 1, dann Verstappen, Hamilton auf 3, hat also nicht so viel verloren, Vettel 4, Perez 5
und Bottas ist auf Platz 18 rausgekommen. Das ist natürlich sehr, sehr spät. Hat nur noch Danny Ricciardo und Russell hinter sich. Au, au. Also für Bottas sehe ich schwarz, wenn er jetzt nicht langsam mal, ja, sich mal nach vorne kämpft. Hat natürlich ein paar Mal die Möglichkeit, DRS einzusetzen und sich dann an den Kleinen sozusagen wieder vorbeizuschlängeln. Aber das kann nicht in Ordnung sein für Mercedes. So, jetzt sehen wir hier Bottas, der zwei Haases vor sich hat, aktuell auf 14 hängt und gerne an den beiden vorbei möchte. Jetzt mit DRS die Attacke auf Alex Albon. Davor ist Grosjean unterwegs. Der versucht aber jetzt auch an Grosjean vorbeizuziehen und Bottas schafft es tatsächlich, den Doppel-Overtake. Da gab es aber, glaube ich, eine kleine Berührung mit Grosjean. Ich hoffe mal, dass Bottas da sein Fahrzeug nicht kaputt gemacht hat. Aber Bottas überholt beide in einem Move. Das war natürlich sehr stark. Und damit kann er sich dann vielleicht doch noch in die Punkte bringen. Max Verstappen aktuell hier im Duell mit Lewis Hamilton. Geht hier um Platz 2. Und Lewis Hamilton, der seine Führung abgeben musste, ist jetzt wieder auf Platz 2 unterwegs. Pedersen führt aktuell das Rennen an. Hamilton ist vorbeigezogen an Max Verstappen. Und Vettel auf 4 unterwegs. Bottas aktuell auf Platz 8. Ja, hat sich wieder ein bisschen nach vorne gekämpft. Aber man muss natürlich sagen, dass das zu wenig ist und nicht der Anspruch von Mercedes. Glückwunsch aber für das Podium und auch Glückwunsch an Ferrari und Red Bull, die ihre Fahrzeuge aufs Podium gebracht haben. Vettel auf 4 war auf jeden Fall auch eine gute Leistung. Glückwunsch an ihn. Ja, und auch Perez auf Platz 5 mit einer sehr guten Leistung. Ein weiterer historischer Sieg geht heute auf ihr Konto. Das hat das Team von Mercedes super gemacht. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Ich denke, es war deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Strecke die Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer furchtbar vereinfachenden Aussage, aber schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko, und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Lance Stroll hat heute eine beeindruckende Leistung abgeliefert. Sein Team und seine Fans werden zweifellos extrem stolz sein. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.